ist Natalie wieder frisch aus dem Grün mit drei neuen Karten für die kommende Woche. Angefangen mit der grünen Karte Gelassenheit. Ja, dass ihr auf jeden Fall für die Woche euch mal als Hausaufgabe vornehmt, sehr gelassen ans Werk zu gehen. Jeden Tag mit einer gewissen Gelassenheit anzugehen. Sie sagen, wenn ihr morgens schon aus dem, wie soll ich sagen, bevor ihr morgens schon aus dem Bett steigt, wäre es wahnsinnig toll, wenn ihr euch für den Tag schon so einen kleinen Plan machen würdet. Es dauert ein paar Minuten, also wirklich 2-3 Minuten, länger dauert es nicht. Ich glaube, die kann man investieren, um euren Tag schon mal mehr in die gelassene Richtung zu bringen. Macht euch einen Plan, überlegt euch, was ihr Tolles erleben wollt an diesem Tag und bittet sozusagen eure geistige Führung und alles um euch herum, eure Guides und alle, die euch dabei behilflich sind, sozusagen aus der geistigen Welt zu aktivieren und zu sagen, so, wir machen uns heute einen wunderschönen Tag. So mache ich es zumindest jeden Morgen. Und ich bin recht erfolgreich damit, muss ich sagen. Also ich kann es euch nur sehr ans Herz legen, denn wie gesagt, momentan, ganz besonders, immer eigentlich, ist es so, dass wir natürlich auf das Außen reagieren, wie ich immer sagen darf. Aber im Augenblick ist die Energie eben ganz besonders geladen, ihr Lieben. Und deswegen ist es dann ganz besonders wichtig, sich schon morgens nach dem Aufwachen, ja, so einzustellen, dass man seinen Anzug, seinen Schutzanzug schon anzieht. Dahingehend Schutzanzug, dass man sich schon den Tag, wie gesagt, so plant, wie man ihn haben möchte. Das ist schon Schutz genug, ihr Lieben. Ihr werdet lachen, es ist tatsächlich so, weil dann die geistige Welt schon vorarbeitet. Wo ihr hinkommt, war die geistige Welt schon da und hat euch schon Dinge vorbereitet, die ihr erleben wollt. Probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich ein tolles Werkzeug, um eure Tage gelassener, ruhiger und toller zu gestalten. Ja, weniger unangenehme Überraschungen irgendwie dann zu erleben oder die Ecken und Kanten so ein bisschen aus dem Tag zu nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine weitere wirklich wichtige Karte für die Woche ist die Kali. Da geht es darum, aus dem Göttinnendeck, da geht es darum, Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Auch momentan ganz besonders wichtig, euer Leben mal so ein bisschen, unter die Lupe zu nehmen. Die Dinge, die ihr da so erlebt und belebt, mit wem ihr eure Zeit verbringt, mit welchen Beschäftigungen ihr eure Zeit verbringt, welche Glaubenssätze ihr habt über euch und über die Welt. Schaut euch das ganz, ganz, ganz genau an, bitte, ihr Lieben. Und bittet auch da wieder eure geistige Unterstützung um Hilfe, die euch dann dabei hilft, eure Gedanken und Emotionen so ein bisschen zu verifizieren bzw. zu sortieren und genau hinzugucken, wo bedarf es denn einer Veränderung? Ja, wo darf eben Altes losgelassen werden? Wo dürfen alte Glaubenssätze weichen? Durch was kann ich die, beziehungsweise wie kann ich die dann durch neue ersetzen? Ja, das kommt dann nämlich ganz automatisch. Sobald ihr euch wirklich den Mut in euch aufbringt, genau hinzugucken, kommt das Neue um die Ecke. Ja, wie gesagt, dazu benötigt es aber eben auch, Dinge loszulassen, die euch nicht mehr dienen, aus denen ihr rausgewachsen seid, sprichwörtlich oder im übertragenen Sinne. Überlegt euch das, ihr Lieben. Wenn euch Menschen um euch rum, Gruppen um euch rum irgendwie, wenn ihr merkt, Mensch, das passt wirklich nicht mehr zu meiner neuen Erkenntnis über die Welt. Das passt nicht mehr zu der, zu der Intention, die ich habe und die ich in mir hege, dass es mir gut gehen soll, dass ich mich gut fühlen möchte. Dass ich auch das Recht dazu habe, mich gut zu fühlen. Grundsätzlich übrigens, ihr Lieben. Ja? Und die Personen oder die Situation passt nicht dazu, dann denkt bitte drüber nach, ob ihr das nicht wirklich auch loslassen könnt. Oftmals springt da unser Verstand quer rein und sagt, nee, geht nicht, weil. Ja? Das ist dann immer so, oh Gott, was passiert dann da, wenn ich da Dinge loslasse, wenn ich Menschen loslasse? Ja, das ist unser Verstand. Wenn euch etwas wirklich nicht mehr gut tut
und wirklich nicht mehr dient, dann denk drüber nach, es loszulassen. Und für Ersatz wird sofort gesorgt, soll ich euch sagen, egal was es betrifft. Ja, ganz wichtig zu wissen und sich dann auch darauf zu verlassen, ihr Lieben. Die dritte Karte ist echt süß, finde ich. Nice People. Nice People heißt so viel wie nette Leute. Und die Karte soll euch so ein bisschen daran erinnern, wie wichtig ihr in eurer hohen Schwingung seid. Sprich, in der Schwingung, wo ihr andere Menschen unterstützt, wo ihr anderen Menschen zulächelt, wo ihr andere Menschen ermuntert oder ermutigt, wo ihr anderen Menschen, wenn ihr das wirklich wollt, in Klammern, Klammer auf Klammer zu, ja, ganz wichtige Klammer, wenn euch das wirklich vorschwebt und wenn ihr wirklich sagt, oh ja, da kann ich helfen, und wenn euch dann danach ist, anderen Personen zu helfen, dann tut das. Ja? Es gibt nichts Schöneres als helfende Menschen, die das wirklich gerne tun und die sich da jetzt nicht verpflichtet fühlen oder in der Schuld fühlen oder sonstiges. Nein, weil ihr es wirklich gerne tut, weil ihr gerade die Zeit dazu habt, die Energie und die Kraft dazu habt, weil es für euch eine Kleinigkeit vielleicht ist und für die andere Person ist es ein Riesending, wenn ihr da unterstützt. Ja? Und das, ihr Lieben, ist die Karte, die euch auch sagen soll, das zieht solche Kreise, so große Kreise auf der Welt. Ihr habt bestimmt auch schon auf Instagram oder auf Facebook mal so diese typischen Videos gesehen, wo der eine anfängt, dem anderen zu helfen, und dann geht das sozusagen in der Reihe rum. Dann sieht man die nächste Person, die dann wieder der nächsten Person hilft und so weiter. Ja? Also klar, es ist wirklich so. Ihr setzt Dinge in Gang, wie so ein Dominoeffekt. Das geht auch im Positiven, ihr Lieben, nicht nur im Negativen. Ja? Und daran soll ich euch wieder so ein bisschen erinnern, dass ihr, wenn euch danach ist und wenn ihr aufgeladen genug seid für euch selbst, wie gesagt, ein netter Mensch sein sollt und dürft. Und dass ihr natürlich auch ganz viel davon habt. Ja, testet das mal. Wenn ihr anderen Leuten helft oder wenn zum Beispiel jemand auf der Straße zu euch kommt und irgendwie nach dem Weg fragt. Es gibt so gut wie niemanden, der nicht gerne den Weg erklärt und der sich dann freut, dass er geholfen hat. Erinnert euch auch an viele Male, wo ihr das vielleicht erfahren habt, selber den Weg erklärt habt oder auch euch den Weg habt erklären lassen. Das war immer ein Win auf beiden Seiten. Zumindest, wenn man den Weg dann gefunden hat. Nein, natürlich auch so. Also es ist tatsächlich so, es bringt dem Gebenden und dem Nehmenden. Ja, und es hat Dominoeffekt für die Welt und für die Energie und wie gesagt, die Umgebung, in der wir leben. Ja, zieht das weite Kreise. Ich darf euch mal wieder daran erinnern und das tue ich sehr gerne. Und ich erinnere euch auch daran, vielleicht so lieb zu sein, meinen Kanal zu liken, zu abonnieren, vielleicht auch zu kommentieren, würde ich mich total freuen. Und dann freue ich mich wieder ganz, ganz, ganz arg auf euch und auf die nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss, macht's gut.